Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Wer will Beef? Die Gang wieder vereint. Heute Berlin-Folge, Markthalle 9. Ich würde sagen, der Gourmet-Tempel schlechthin. In der Markthalle 9 befinden sich, ich denke, in der Markthalle 9 befinden sich sehr viele Läden, die in der Google-Bewertung ganz, ganz weit oben stehen. Ne? Ja, wir haben richtige Gourmet-Tempel dort, also ein Food-Mecker. Ne? Dann nehmen wir den Laden mal auseinander. Machen wir. Der Nidal als Food-Experte hier mit mir an meiner Seite, der kennt die Markthalle 9 noch nicht. Bin gespannt, was du dazu sagst. Du wirst auf jeden Fall geflasht sein. Ne? Und wir lassen uns das schmecken. Okay. Wieder mein Bruder, ich hab Bock. Komm, Schluck hinter der Kamera, nachher auch vor der Kamera und wir gehen los. Markthalle 9 wird wild. Und ich sag dir, Brudi, jeder Laden da drin muss abliefern. Ne? Weil da streitet sich die Konkurrenz da drin. Ne? Und alles vom Feinsten. Ne? Wir waren auch schon mal bei Money and Pasta, Kumpel und Keule. Wirklich krass. Da sehen wir diese zwei Läden und was da noch alles abgeht. Sucht seinesgleichen in Berlin, würde ich sagen. Ja? Und ich würde sagen, heute mal so richtig schön auf Food angelehnt. Ja, nehmen wir das Ganze mal richtig unter die Lupe da und zeigen euch mal richtig geilen Food-Content heute. Ne? Ja, Mann. Nidal. Jawohl. Genau dein Ding, oder? Vorab, wir werden schön scheiße da drin aussehen. War heute nur Einlass mit Kaffeefilter. Ne? Alles mit Kaffeefilter. So, super. Freunde, ab geht's. Also schon auf jeden Fall gut gefüllt, ne? Ab sofort nur noch mit FFP2-Masken, junger Mann. FFP2? Ja, nur noch Kaffeefilter. Also nicht, dass ich nicht vorbereitet bin, ihr Lieben. Ne? Jetzt geht's los. Er hat sich einfach selber Hertha-Zeichen drauf gemalt. Bester Mann, Digga. Größter Fan. Let's go. She said that she hate me, I hate me too. I can always tell when you're lying, girl, you see through. All these miles away, yeah, I just wanna see you. Baby, give me good faith, she hit me like seafood. Remember when I saw you, hi, it's nice to meet you. Know my old girl salty, she just wanna be you. I'm a dog, no Maltese, I don't wanna leave you. Willkommen in der Markthalle 9, im Food-Mecker Berlins. Und wir wissen gar nicht, wo wir jetzt hier hingehen wollen oder sollen. Genau das ist unser Plan. Planlos geht heute mal der Plan los, weil wir wollen uns hier ein bisschen inspirieren lassen. Ne? Von Gerüchen, Eindrücken und Geschmäcker. Riecht schon mal richtig geil. So, ja? Ja. Selbst durch die Maske hast du den Geruch. Ja? Das ist ja auch ein Filter, ein Kaffeefilter. Genau. Riecht wie Nieder als Füße und sieht ein bisschen besser aus. Wie kriegst du weg, wa? Ich krieg's zurück, Alter, nachher. Warte mal. Woher will er überhaupt wissen, wie meine Füße riechen? Bruder, ich kann das nicht beantworten, Alter. Keine Ahnung. Ja, kurzer Stopp mal. Wir sind hier bei Berlin Beef Balls gerade gelandet. Ich würde mal sagen, das wird unsere erste Station. Und die liebe Dame hier, die empfiehlt uns gerade, was es hier so gibt. Ja. Ihr habt Fleischbällchen, würde ich sagen, in den verschiedensten Variationen, das ist richtig. So ist es. Ich lese ja einmal Berlin, auf Berliner Bulette angelehnt. Dann Saltimbocca mit rohen Schinken, Parmesan, Mozzarella, Bangkok, Bologna, Veggie Balls. Was kannst du uns denn empfehlen? Eine kleine Mischung mal aus allem oder wie wir das machen? Das würde ich vorschlagen. Kommt drauf an, was man so gerne am liebsten mag. Diese beiden hier sind so ein bisschen spezieller im Geschmack, aber alle sehr lecker. Der hier hat ein bisschen Schärfe. Das hier ist der Klassiker, wie man ihn eigentlich so auch kennt. Ich würde euch mal was zusammenstellen aus allem, oder? Genau. Sehr gerne. So wie du dich am besten zeigen möchtest, machst du das einmal mal und dann schauen wir mal. Oder Kartoffelsalat oder ihr könnt auch ein bisschen von beiden haben. Na, ein bisschen von beiden. Ne? Genau. Eure Standardsoße sozusagen. Genau, das ist dies auf Joghurtbasis mit Kräutern aus dem Garten, alles rausgemacht. Und dann könnt ihr noch Barbecue-Soße dazu haben oder Senf. So, ihr Lieben, als erstes haben wir jetzt hier die Saltimbocca-Dinger hier. Saltimbocca ist regulär Kalbsfilet, sozusagen mit einer Scheibe Parmaschinken drauf, ein Salbeiblatt, einer schönen Weißwein-Buttersoße, das Gericht, Standardgericht vom Italiener. Jetzt in einem Bällchen verpackt, also sollte der Geschmack jetzt in einem Bällchen erkennbar sein, ja? Ja, auf jeden Fall. Gut getroffen. Man schmeckt sofort dieses Salbei-Weißwein-Aroma. Finde ich sehr schön. Also, Saltimbocca als Bällchen umgesetzt, top. Ich dachte erst Fleischbällchen standen. Kann nicht jeder, aber es ist keine große Sache. Aber toll umgesetzt. Finde ich gut. Lila. Probieren wir mal. Also hier haben wir 100% Beef Balls. Die Araber würden jetzt sagen, so Köfte. Ich nehme immer erstmal nur das Fleisch. Ich glaube, es ist diese Berliner Bolette-Style, ne? Mhm. Oh. Aber, also ich muss sagen, Konsistenz, ja? Sehr, 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 sehr fluffig.
nicht zu fest. Das Fleisch ist nicht mager, sondern es hat, ist sehr, sehr durchwachsen. Das merkt man, weil es ist sehr, sehr saftig. Wenn es kein Fett drin wäre, dann wäre es sehr, sehr mager und sehr zäh auch vor allem. Ne? Und sehr trocken. Genau. Ist auch wichtig, ne? Dass man ein schönes, genau, fluffiges Fleischbällchen hat. Genau. In jedem Fall. Und nicht so auf so einem harten Flummi-Rauch. So ist es, so ist es. Genau. Jetzt haben wir hier noch die Remoulade. Die kostet auch mal mit. Mhm. Hallo. Kann was. Kann was. Ja. Kann was. Also auf jeden Fall, ich bin positiv überrascht. Bilal, mach mal du. Ich glaube, das ist jetzt eine andere Sorte. Ja. Na, was anderes außer Köfte und Ananas. Gerade für euch, gerade mal spannend. Was? Mal, ihr seid ja eigentlich diesen türkisch-arabischen Geschmack gewohnt. Gut, aber da ist irgendein. Ich kann es nicht erklären. Warte mal. Warte. Probier mal bitte. Ja. Hört so nicht was oder fehlt dir was? Ne, das stört mich, der Nachgeschmack. Okay. Der Nachgeschmack. Und da ist irgendwas. Zitronengras. Ja. Da ist Zitronengras drin. Genau. Ja, das ist Zitronengras. Das ist Zitronengras, aber hundertprozentig. Schmeckt ja sofort. Sofort. Das war dieser Bangkok-Style. Ja? Bangkok oder Vietnam. Ich glaube, die haben das Bangkok genannt. Jetzt kommt die Schärfe einfach. Was ist denn hier los? Ja, dich stört es. Ich finde es mega lecker. Ich mag Zitronengras okay sehr gerne. Was ist denn hier so niederlos? Erinnert mich Schlowi. Weil mein Lieblingsgericht ist ja Zitronengrashähnchen. Und ich finde, es erinnert mich sofort daran, wenn es jetzt dasselbe ist. Da ist Zitronengras drin. 100%. Das schmeckt nämlich ein bisschen so, die so weiß in deinem Gericht mit Zitronengrashähnchen. Da ist 100% Zitronengras drin. 100%. Ja, finde ich sehr lecker. Geil. Ich mag es ich mag's total gerne. Ich finde auch geil. Hat eine schöne Schärfe, schön würzig. Das ist lecker. Mhm. Pass mal bitte den Kartoffel, oder? Ey, da ist aber gut. Bieler mag Zitronengras anscheinend nicht so. Nee, ich hab die andere probiert. Ach so. Wieso? Erzähl mal. Die ist okay, ja. Ja? Ja. Das ist so gut. Aber ich finde so, jetzt mal den Kartoffelsalat, Moment. Der sieht aber sehr naturbelassen halt aus, ne? Nicht viel rumgemanscht. Ja, da fehlt mir der Bums ein bisschen. Ja, das ist halt ein Kartoffelsalat. Einfach Kartoffeln. Ja. Ich muss euch mal Buletten machen und zeigen, wie man richtige Buletten macht hier. Also. Geil, Mann. Bei dem Kartoffelsalat fehlt mir der Essig. Da fehlt mir ein bisschen, weißt du, die Säure. Ja, einfach der Wumms, ja. Genau, einfach der Wumms. Sieht aus irgendwie mit Käse oder irgendwas. Ich koste einfach mal, wir schmecken es selber raus, ne? Das ist so Bolognese. Das war Bolognese. Mhm. Die schmeckt mir am besten. Ja, sehr, gut, sehr gut getroffen. Also, ich sag mal so, das Konzept des Darms ist es, Gerichte in ein Fleischbällchen zu bringen. Sehr, sehr gut analysiert. Finde ich sehr, sehr gut. Bruder, du hast es auf den Punkt gebracht. Ja. Du hast Bangkok, dann hast du Bolognese, das geht so ein bisschen mehr nach Italien, mit dem, wahrscheinlich mit dem Parmesan. Also Blocki hat es gerade gesagt, jedes Fleischbällchen eine andere Nation, ein bisschen die Raffinesse mit reinbringen, perfekt. Ich muss halt gucken, was für sich am liebsten ist. Genau. Die dritte hat mir am besten geschmeckt. Die anderen zwei, die erste mit dem Zitronengras, die war lecker, aber der Nachgeschmack von dem Zitronengras ist halt nicht meins. Dann habe ich das vegetarische Bällchen. Mhm. Das vegetarische. Kann man jetzt nicht mit einem Falafel vergleichen, soll man auch nicht. Ja. Soll nach einem Fleischbällchen schmecken. Oh! Kokakrufe. Ich finde es sehr gut. Ich finde es voll lecker. Da ist getrocknete Tomate drin. Was ist da drin? Hat einer von euch lecker gesagt? Ich find's voll lecker. Boah, ja. Boah. Ich sehr gut. Ich find's nicht schlecht jetzt. Schlowi, probier mal. Ich find's auch sehr gut. Aber das finde ich so das Schöne dran, ne? dass man so den unterschiedlichen Geschmack hat. Ne? Habt ihr das ohne Soße probiert? Oder ja, ohne Soße. Finde ich, verfälscht ein bisschen, brauche ich nicht. Ein Vegetarier ist und ein Fleischbällchen haben möchte, kommt man da voll ran, ne? Konsistent ist auch super passend. Oft hast du halt Probleme, dass da irgendwie sowas nicht so passt. Aber das ist geil. Das ist hier die Berliner Bulette hier. Genau. Probier ich mal. Ja. Im Großen und Ganzen gelungenes Konzept. Ich würde sagen, wir sehen uns bei Station Nummer 2. Yes. So, Bilal, ja. Der Einstieg war ja jetzt noch nicht so der Burner für dich. Also, wie gesagt, ist Geschmackssache. Es ist keine schlechte Bulette, will ich gar nicht sagen. Oh mein Gott, ist einfach nicht mein Geschmack. Wir suchen dir noch was Schönes, wa? Ja. Ja, ja. Top. Ich habe aber schon gesehen, da sind irgendwelche Kunden mit Mantel rausgerannt. Und da müssen wir hin. Guck mal nach hinter dir. Guck mal hinter dir. Manchmal ist auch einfach sowas einfach richtig geil. Einfach mal eine Brezel mit Butter, Alter. Das ist auch mal was Geiles. Ja, wie wir schon in der Hamburg-Foodtour gesagt haben, die einfachsten Dinge, ne? Genau. Ich verspreche euch aber hier auch noch absolute Knaller. Wartet ab. Absolute Knaller, hast du gehört? Wenn ihr mal seht, wie hier das Gemüse aussieht, ne? Sowas ist nicht schlecht, sowas ist Natur pur. Natur pur, eingelegter Fötus. Eingelegter Fötus, Digga. Die meisten Menschen kaufen immer nur Gemüse, das schön aussieht. Ne? Ist auch meist hochgespritzt und alles. Und das ist hier die pure Natur. Wir sind auf der Suche nach Austern, Freunde. Ich habe noch nie welche gegessen und es ist auch für mich eine Sache, wo ich sagen würde, die will ich nie essen. Weil sie sieht aus, wie das aus der Nase kommt und weiß nicht, schmeckt wahrscheinlich auch genauso. So stelle ich mir vor, ja. Aber ich würde sagen, heute ist der erste Tag. Wenn ich schon von der vegetarischen Bulette fast gekotzt habe. Ja, hast du auch Bock, ja? Austern, ja. Ja, na los. Er bestellt jetzt Austern. Also wir probieren alles, ja? Wir wollen ja auch unsere Zuschauer nicht enttäuschen, ne?
Also wir probieren es einfach. Ja, Bieder, du brauchst nicht echt sagen, du wirst gleich mitessen. Bruder, komm. Hier komm. Ist doch der, reicht doch dein... Habib, wir gucken mal. Vielleicht überrascht es uns, Dicker. Wir haben es noch nicht probiert, Dicker. Öffnest du sie schon, ja? Vorbereite ich ein bisschen Zitrone, so. Okay. Ein bisschen Zitrone, Freunde. Werden die nochmal irgendwie warm gemacht oder isst man die so? Nee, 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 so. So, ja? Lebendig, frisch und kalt. Oh, okay. Lebendig? Lebendig habe ich nicht ganz gehört. Ja, die leben noch. In dem Moment, wo du sie isst, leben sie noch. Gut, ich teste doch nicht mit dir. Doch. Digga, das ist gut wie Mario, dein Vater. Digga, ich habe da gar keinen Bock drauf. Das ich wusste nicht, dass es lebt oder so. Digga, was hast du uns da eingeschlanzt vom Virus? Mit deinem Demare-Ding. Alles meine alles Schuld. Meine Schuld, alles eure Schuld. Jetzt haben wir hier diese Meeresfische am Arsch hier. Ich verspreche... Ich verspreche dir, danach wird es für dich auch sehr lecker. Bis gleich. Leben Austern wirklich noch, wenn man die isst? Ja klar. Das ist jetzt nur von hier gelöscht. Sieht gar nicht mal so lecker aus, wenn ich ehrlich bin. Er mag halt keine... Die sind super. Die sind super, ja? Und die ja, schlüpfen ja, einfach nur so raus. Entweder lieber oder hassen eigentlich am Ende, wenn es das ist. Lieben oder hassen, Freunde. Ja. Okay. Man sieht, das ist ein Original, da weißt du, wovon er redet. Ich bin gespannt. Wenn du Austern isst, wie viele Austern isst du so? So eine oder fünf? Sechs. Oder? So sechs. Die normale Portion wäre ein halbes Dutzend. Halbes Dutzend. Ich wäre für ein halbes Dutzend für Blocki. Das ist auch mein erstes Mal. Das ist von uns allen das erste Mal. Ja, halbes Dutzend, Bieler. Halbes Dutzend. Ich schwöre dir, das ist so eine Sache. Austern, ich ekel mich davon. Ja, ich auch. Ein bisschen kauen. Nicht schlurfen so in einmal weg, sondern das genießen. Den genießen. Den Geschmack ja, schön genau. Im Mund behalten. Ne? Nach Meer, nach ja, Sand, nach Strand. Nur kurz, der Besitzer hat gerade gesagt, ganz wichtig ist es, die Austern wirklich mal im Mund zu behalten und zu schmecken. Also, Bilal, bitte nicht direkt ausspucken, ja? Ich verspreche nichts. So. Ich würde sagen, wir drei gleichzeitig. Und Schlovi, weil er ist ja bekannt dafür, als Schlovi de Mare, sag mal einzeln, ne? Warte, da ist hier irgendwie so ein... Ja. Ich bin heute das erste Mal raus. Ich habe Frutti de Mare mitgemacht. Nee, du bist überhaupt nicht raus. Ich glaube, die Gabel brauchen wir gar nicht. Man soll ja so schlürfen, das soll ja auch... Ja, warte, du musst es ein bisschen lösen. Ein bisschen schön aussehen, Bruder. Ah, genau. Erstmal ein bisschen lösen, ne? Es sieht aus. Ey, da können wir ja gleich Schnecke essen, ey. Auf drei? Ey, warte, ich muss mich konzentrieren. Dass nicht der eine vom anderen sieht, was passiert. Komm. Bitte. Komm. Let's go. Ich war noch nie so fröhlich, hinter der Kamera zu stehen wie jetzt gerade. Okay, Bilal sieht schon mal sehr begeistert aus, Blocki. Wie sieht's da aus? Nieder? Mega, Bilal, was... Mach die wieder. Gib mir. Bilal, das ist Essen, ja? Oh, das ist Rotze. Schlovi, komm her. Schlovi, weißt du, wie das schmeckt? Oh, das willst du nicht wissen. Das willst du nicht wissen. Weißt du, wie es schmeckt? Wenn du an der Nordsee, da wo ganz, ganz viele Algen sind und so, da wo die Steine sind und Algen, wenn du da so in so, eine, in so ein Wattmeer so reinfällst, ne? Ist die danach kannst du da weg. Oh nein! Und drauf rumkauen. Nein. Und kauen. Ich hab gesagt, Blocki, lass uns doch das am Ende der Foodtour am Tag essen. Ey, Dicker, jetzt, wir haben doch schon mal angefangen, Bruder. Nee. Jetzt habe ich hier die ganze Zeit so mehr Salz, mehr Wasser im Mund. Aber wie kann man davon 6-7 Stück essen? Dicker, und dann machen mir die Schickimicki-Leute einen auf Austern. Ich alle, Alter. Jetzt geht's wieder zu leckeren Sachen, ne? Ja, sorry bitte. Für diese, ne? Super, kommt. Ihr aßt die Austern alle. Wir mögen sie nicht so, leider. Nee, leider nicht, ey. Aber ich glaube, es waren gute. Du kommst sympathisch gut rüber. Wirklich. Ja. Trotzdem, Dankeschön. So, jetzt geht's zu irgendwas Leckerem, bitte, okay? Komm. Jetzt gibt's was Leckeres. Wir gehen zu unseren Freunden von Money and Pasta. Hausgemachte Pasta vom allerfeinsten. Die besten Pasta Berlins, Alter. Geil. Go. Angekommen bei unseren guten Freunden von Money and Pasta. Ich würde sagen, leicht zum Verzehr und für alle nehmen wir hier die Raviolis und so, ne? Ja, Mann. Wir waren ja letztens schon hier, hat uns so gut gefallen. Heute ja Markthalle 9 Folge mit allen Ständen, die uns hier so ansprechen.
Und da müsste er ja drin sein. Danke. Ich würde sagen, 2x4 Raviolis, zwei verschiedene Arten. Mhm. Ja. Und der Mann Tagliatelle. Ja. Wie heißt du, mein Lieber? Tobi. Okay. Der liebe Tobi, der dreht uns jetzt hier ein paar Lammbürsten. Hier sind wir gerade bei Kumpel und Keule. Na, erzähl mal, Tobi, was hast du da? Ja, das ist eine Lammbratwurst, 100% Lammfleisch, frische Minze, ein bisschen Apfelsaft. Perfekte Osterbratwurst. Ja, Mann! Freu mich. Wieder klatschen wir noch 2 Minuten. Bruder, bester Mann. Schnell auf heimlich, komm. Oh Leute, ich will mir auch einen klauen, sorry. Oh ja. Ich probiere es, obwohl ich wieder mal kein Lammfreund bin. Aber ist gut. Ja, für Lammfans, ja. Ja. Ich finde es geil. Mhm. Unfassbar lecker. Total weicher, schöner Lammgeschmack. Schöne Minze kommt leicht hinten durch. Wollte gerade sagen. Mhm. Schön krosses Brot. Mhm. Ganz leckeres Brot hier vom Stand nebenan. Probier mal. Da hat er auch einfach nochmal die Merguez in diesem Saft betunkt. Genau. Merkst du? Schön mit Butter, ja. Ja. Wow. Wow, ne? Wie kann man aus Brot so viel rausholen? Ja, war. Unbeschreiblich gut. Er hat halt die Lammmerguez angebraten und durch diesen Saft hat er das Brot genommen, reingetunkt. Genau, mit ein bisschen Butter noch drauf. Lecker, Alter. Kleine Flocke Butter auf die Herdplatte. Lecker, Alter. Lecker, Junge. Also wir haben hier die Ravioli vegetarisch, gefüllte gedrückte Tomaten, Rucola, Käse. Mit einer Butterkräutersoße und grüne Spargel aus Italien. Und hier wir haben die Artischocken, frische Artischocken auch aus Italien. Wir importieren alles selber. Also. Und hier ist Ravioli Trufel, unsere Spezialität. Wir haben alles selber aufgemacht. Ihr seid und wirklich die Besten. Danke, Applaus. Vielen Dank. Was isst ihr zuerst? Das ist vegetarisch. Vegetarisch, genau. Die waren letztes Mal schon grandios, wirklich. Also. Von der Pasta hast du noch nie gegessen. Nur noch mal zum Verständnis, wir haben hier schon mal eine Folge gedreht. Die sind köstlich. Die sind wunderbar. Was ist das für ein Geschmack, Bruder? Ja, Schlowi. Wirklich Italien. Was ist das für ein Geschmack? Schlowi. Ich fütter mal den Schlowi. Ja, ist immer ein bisschen schwer, alle vor die Kamera zu holen. Wir wollen natürlich ein wunderschönes Bild. Oh mein Gott. Ja, wir wollen ein wunderschönes Bild haben, deswegen Schlowi hinter der Kamera. Wie kann vegetarisch so gut schmecken? Unglaublich, ne? Da brauchst du nie wieder Fleisch in deinem Leben, Digga. Wirklich, das ist so krass. Nicht ohne Grund haben die beste Bewertung aus ganz Berlin, die Jungs. Also die Jungs, meine Schwester, hier Schlowi, kann man nur weiterempfehlen. Oh. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es in Berlin eine bessere Adresse gibt. Auf keinen Fall. Also Ravioli habe ich noch nie bessere gegessen. Also. Aber hier auch gleich, ne? Also wir haben ja noch ein bisschen was in der Hand. Digga. Mit Trüffel Butter schön, hat er gesagt. Ja. Guck mal, hier unten noch ein bisschen rein. Ah, von der Form auch ein bisschen anders, aber der Geruch schon, ne? Hey, ich kenne die schon, Digga. Ja? Ich kenne die schon, ja, die sind Endstufe. Okay. Okay. Mhm. Mmh. Boah! Dicker Nieder, was machst du? Nein! Was ist das denn? Was ist das? Das schmeckt nach einer Samtigkeit von weißer Schokolade, Würfeln und einem schönen Parmesan, ne? Köstlich. Wirklich köstlich, wa? Mhm. Das ist köstlich. Das ist köstlich. Das ist wirklich, das ist bis jetzt mein Favorit. Das ist mein Favorit. Alter, ich feier euch. Komm, Schlowi. Danke, Habib. Ja, jetzt hört ihr es hinter der Kamera. Das ist mein Favorit. Oh mein Gott. Und das ist auch Bombe. Jetzt kommen wir zu Bieler, seinem Favorit. Ja. Ja. Obwohl hier alles irgendwie, hier kann man wirklich nicht übertreiben. Alles schmeckt gut. Aber diese Ravioli sind meine Favoriten-Ravioli. Das sind wirklich, dieser Laden ist auch einfach mein Favorit. Unglaublich. Und diese Liebe, die auch schon dahinter steht. Ne? Oh mein Gott. Ja, es schmeckt so samt und weich im Mund. Dieser Blick immer von ihm. Und Schlowi? Du kriegst etwas nicht mit besser was denn, hin. Mit was das ist es ja, du kannst es nicht besser machen. Es nicht besser machen. Lassen wir bitte auch einige Brüche irgendwas. Bruder. Schlowi, wohin? Es ist der Parmesan einfach. Aber nicht zu aufdringlich. Ja, nicht zu aufdringlich. Ist ein perfekter Mitspieler. Kein Gegenspieler, sondern Mitspieler. Er kommt von der Seite einfach. Einfach von der Seite. Aber hast du schon mal einen besseren Parmesan gegessen? Also der ist Weltklasse. Ja. Der ist Weltklasse. Bieler, komm her, Bruder. Komm her. Lass es dir schmecken. Das ist hier wieder links. Ja. Die sind gut. Die sind sehr, sehr geil, ne? Freunde, kommt hier unbedingt hin. Die Markthalle lohnt sich für so zum viele Glück ist Facetten. Der Auslandgeschmack jetzt weg. Krass, ja. Hier. Ja, durch den Trüffel ist der Austerngeschmack komplett weg. Weggeblasen. Wirklich. Liebe Grüße, genau. Man versucht ja heutzutage alles mit Trüffel zu machen, wie mit Oreo fast. Ne, im gehobenen Trüffel Mayo, Trüffel dies. Kann man auch richtig leicht versauen, den Geschmack. Aber hier ist er wunderschön getroffen. Wunderschön. Bombastisch. Wunderschön. Bombastisch, ja, Mann. So, was haben wir da? Schattennudeln, Artischocken, Zwiebeln, Röstzwiebeln drauf, alles dabei. Oh, das ist, glaube ich, die perfekte Gabel. Ich bin gespannt. Das ist eine ordentliche Gabel, Bruder. Mmh. Danke. Sieht mega aus, oder? Guck mal, die sagen es gerade. Ich glaube, du musst dieses Zusammenspiel mit diesem Crunch im Mund haben. Die weichen Nudeln, diese soften Artischocken, wo du durchbeißt. Ja, und so dann dieser Crunch. Ich habe so einen kleinen Mund, so, aber ich...
Bruder, dein Kopf war gerade schneller als Flash Gordon, Digga. Ich schwör's dir, Bruder. Flash Gordon, Alter. Die haben nicht nur die Idee, die haben die perfekte Umsetzung, Bruder. Die perfekte Umsetzung. Die haben da eine frische Nudelmaschine, alles. Ich dachte, die richtigen Mitarbeiter. Sind Artischocken hier. Und du hast hier auch sehr, sehr schön auch das Olivenöl am Ende mit sehr, sehr gutes, kaltgepresstes Olivenöl beträufelt. Die schmeckst du richtig hier? Wahnsinn, Digga. Schmeckt allgemein, dass es frisch zubereitet worden ist. Ja. Komplett jede Zutat. Du hast zwar Pasta, aber du denkst, du tust deinem Körper was Gutes, ne? Aber Mitarbeiter hat auch gesagt, die importieren selber. Also die haben keinen Massenhändler. Die haben wirklich ihren privaten Kontakt und importieren alles aus einem anderen Land hierher. Das schmeckt man auch. Schlurvi, ich sag dir eine Sache. Die beste Zutat auf dieser Welt ist Begeisterung und Liebe. Ja. Und hier schmeckst du, dass das, was die dort gemacht haben, dass die mit 100% Herz dabei sind. Aua. Das merkst du. Oder? Aua. Auf jeden Fall, Alter. Krass. Ich hab die da gehört. Aber besser hätte man sich erklären können. Begeisterung und Liebe. Wenn man Begeisterung und Liebe mitbringt, kommt das alles andere von ganz alleine. Ne? Dass man gute Zutaten kauft und dass man sich dafür das Produkt interessiert und auch im Endeffekt ein gutes Endergebnis zustande bringt. Schön. Ich sag euch ehrlich, das ist so mit mein All-Time-Favorite-Laden mittlerweile. Willst du was essen? Vielen, vielen Dank. Wir bringen dir gleich was rum, ja, Bruder? Probier mal, Habibi. Probier mal. Schmeckt gut? Gut. Probier mal. Mmh. Oder? Fantastisch, oder? Danke schon, vielen Dank. Schönen Tag noch. Guten Appetit, lass es dich schmecken. Kein Dank für Speis und Trank, mein Lieber. So, so Freunde, jetzt kommt immer die Finisher-Gabel. Sieht einfach so, so fantastisch schön aus. Guck mal, hier hast du eine frische Gabel. Bleib gesund, ja? Schönen Tag noch, danke. Wir steppen noch mal rein in die Halle, würde ich mal sagen. So, zack und zack. Bilal, was haben wir jetzt vor? Mantel. Mantel. Bilal besteht heute ein bisschen auf Mantel, ne? Also wie ich gesagt habe, einer meiner Lieblingsessen und deswegen... Die sahen schon sehr köstlich da aus, muss ich ehrlich zugeben. Wir holen Bila jetzt mal eine schöne Mantel, würde ich sagen, ne, Freunde? Die suchen was Leckeres zu finden, aber am Ende führt nichts. Wir müssen zur Mantel starten. Nur deine Mantel. Aber hey, bevor wir Mantel essen, ein kleines Käffchen, weil wir haben gerade was Schönes entdeckt. Ja, ja dann. Da. Schön, genau, Mokka. Schön auf Sand. Mokka, kommt mal mit. Auf jeden Fall, sehr traditionell. Guck mal, da wird der Sand erhitzt. Unten haben wir eine sehr, sehr heiße Platte. Dann kommt der Sand drauf, dadurch wird er heiß. Und dann bewegt er das jetzt einfach nur so in den Sand. Wird die Geistin, dann kocht das Ding. Also super. Viermal mit Kardamom. Nach welcher Tradition wird dieser Kaffee hier gemacht? Also aus welchem? Ist es arabisch? Nach der ältesten. Ihr wisst natürlich auch, wo der Kaffee herkommt. Äthiopien. Äthiopien. Und dann kam der Sultan und hat es verköstet und hat es überall mitgenommen. All den Kaffee, das ist 100% Arabica und das ist Bio. So, Kardamom hat den Einfluss, also das, was ich auch hier benutze, ist Bio. Und Kardamom nimmt dann halt diese Bitterstoffe weg. Ja, also die Bitterstoffe vom Kaffee weg und hat noch ein wohltuendes für den Magen, wie ein Rauschmittel eigentlich, wenn man es sagen kann. Rauschmittel klingt gut. Wie Rauschmittel. Nochmal zwei, drei Löffel. Wenn man den Mokka trinkt, heißt es, dass du dich 40 Jahre auf die Freundschaft freuen kannst. Ja, okay. Auf weitere 40 Jahre. Also von daher ist es auch ein geiles Statement, Bro. Auf weitere 40 Jahre. Auf weitere 40 Jahre. Auf 100 Jahre. Muri. Liebe. Liebe. Okay, das riecht auf jeden Fall schon hart anders als andere Kaffee. Und ich würde sagen, der macht wach, oder? Prost, Jungs. Das ist ein richtiger Mokka-Kaffee. Alter, der zieht einen die Schuhe aus. Aber auch, ne? Ich schwör's dir, Dicker. Ja, bist ja auch mal drei Tage wach. Also den würde ich nicht nachts empfehlen. Und morgen wieder Aua im Kopf, sozusagen. Freunde, nimmt keine Drogen, kommt in die Marke 9 und trinkt einen Wüstenmokka. Genau. Da habt ihr den gleichen Effekt wahrscheinlich. Naja, hat er gesagt, das eine sind ja wie Rauschmittel sozusagen. Ja, Bieler direkt eingehakt, mach mal drei Löffel rein. Auf jeden Fall was anderes. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsessen. Frisch gemachte Mante und wie ich immer sage, schön von der Hausfrau zubereitet. Ganz normal mit Rindfleisch oder wie? Ja. Genau, ganz normale eine Portion Rindfleischmante. Oh, Backe. Das ist jetzt dein Ding, ne? Das ist mein Ding. Die gönne ich ihm jetzt wirklich vom Herzen, Alter. Mach den ersten Bissen, Bruder. Du bist der Mantelkönig hier. Bruder, bist du zufrieden? Oh, das ist unglaublich. Oh. Unglaublich. Oh. Oh ja. Also, wirklich. Oh, der Joghurt ist eine Symphonie. Eine Symphonie. Besser als die von Heimweh? Also, ich sag ehrlich, die von Heimweh sind genauso gut. Genauso. Also, könnte eine genaue Portion von da auch sein. Okay. Kein Unterschied. Wir hatten ja auch schon mal eine Mantel-Nachfolge, ne? Mhm. Kein Vergleich, Digga. Ich finde sie sogar noch stärker. Geschmacklich, ja? Diese geschmolzene Butter mit dem Chili.
die Schärfe, die getrocknete Minze. Mante ist immer nicht gleich Mante. Es ist immer auch wichtig, wie ist das Verhältnis von Teig zu Füllung. Ja? Ja. Letzten Endes ist es nur Wassermehl. Ja, manche machen Ei rein, manche nicht. Die Konsistenz, einfach erste Sahne. Wirklich top, top, top. Großes Lob. Auch hier wieder viel mit Herz gemacht. So, dann ist mal Zeit, dass Blocki mal was probiert. Ja, Mann. Mante ist leer. Die Jungs hatten Hunger, aber ey, ich gönn euch. Sorry, Bruder. Ich will auch gar nichts mehr essen, alles gut. Ein wunderschönes Zusammenspiel aus Würze, dem weichen Joghurt. Oder was soll man dazu sagen? Und? Auf jeden Fall. Bin ich noch stärker. Noch ein bisschen stärker. Auch sehr, sehr gute Manti, beste Bewertung. Bei Heimweh gewesen, auch absolute Empfehlung, wenn die Markthalle 9 nicht geöffnet ist oder der Stand nicht da ist. Hatte ich mich auch sehr, sehr stark. Mein Lieblingsessen in der Markthalle. Wie wär's jetzt mit einem schönen Dessert? Ja. Jetzt habe ich Pistazie, Pistazie, Pistazie. Mann, ihr war mit eurer Pistazie. Überall gibt es nur Pistazie. Baklava und Pistazie. Pistazie. Ah, wir haben gerade schon eine Empfehlung bekommen beim Durchgehen. Deswegen, let's go. Schwer sich hier zu entscheiden in der Markthalle 9 bei den ganzen Dessert-Auswahlen. Da hast du eine Creperie, da hast du Handmade-Eis. Aber hier die haben wir bekommen. Cannellonis. Ne? Schaut mal. Aus Sizilien. Cannone Siciliano. Oh, ich freue mich drauf. Ich habe schon gehört, die sollen gut sein. Genau. Empfehlst du die mit Pistazie? Ja, also am besten. Pistazien. Ja, am besten. Pistazien mit Ricotta, mit Schafkäse. Jetzt sind wir wieder draußen, wie immer hier am Start. Und jetzt, Freunde. Krönender Abschluss. Cannelloni Siciliano. Ne? Genau. Leute, Alter. Wir haben gerade ein paar Jungs von UFO getroffen und die haben uns das schon empfohlen. Die haben mich ja gerade zum Snack geholt. Deswegen, schönen Gruß an UFO. Hatten gestern schon was besprochen. Meld dich mal, mach mal eine Folge mit uns. Bist herzlich und offiziell eingeladen. Wenn es um Süßigkeiten geht, da rastet der das nicht aus. Hinter der Kamera. Hey, bleib ruhig, Brauner, bleib ruhig. Da hab ich Bock, Digga. Warum habt ihr nur zwei geholt? Soll ich mal anfangen? Die haben die in der Mitte durchgeschnitten. Warum? Ich hätte eine ganze gegessen. Ich überlasse dir. Erstmal so über diese sizilianischen Köche braucht man ja erstmal gar nicht zu reden. Ja, die gehören ja zu den weltbesten Köchen. Ne? Aber, dass die jetzt auch richtig mit backen und hier und da, also ich bin echt überrascht. Bilal hat es gerade gesagt, die Pistaziencreme ist sensationell. Du beißt einmal ab und du hast direkt die Power im Mund. Ja. Und dann war ein Tropfen Ziegenkäsecreme drauf. Mag ich überhaupt nicht, Ziegenkäse. Hast du aber null geschmeckt und hat aber das Gleichgewicht reingebracht. Und die Außenhülle, man muss sich vorstellen, man kann das, wie eine Eiswaffel. Ja. Nur in gut. Ja. Eine Mischung aus Eiswaffel und krossem Blätterteig. Sehr, sehr lecker. Respekt. Ne? Mal was anderes. Hat mich auch so ein bisschen an Baklava erinnert. Ja. Okay, ein bisschen wie der Süße und Pistazien und so. Ja, das, ne? Also, sizilianische Baklava. Das sizilianische Baklava. Ja, das sizilianische Baklava ist nicht weit entfernt von Baklava. Ja. Schon aber auf seine Art und Weise. Aber erinnert kurz zum ersten Bissen dran. Dieses Crunchige von den Cannelloni fand ich schon sensationell in der Creme drin. Also Baklava, Baklava, Baklava ist Baklava, Jungs. Ja, Baklava und Cannelloni ist Cannelloni. Bleiben wir dabei? Hier doch. Ja, genau. Ich bin echt ein bisschen neidisch, dass du da noch mal reinsnicken kannst. Ne? Ey. Ah, diesen Crunch, genau den. Ah, Endstufe. Wenn ich da jetzt nicht gleich mit Überschallgeschwindigkeit reinrenne und ich noch 10 Stück einpacke, Digga, dann weiß ich auch nicht. Das macht er immer, ne? Dieses kleine Schleckermäulchen hier. Das ja, weg ist er. So krass. Digga, was ist das? Ein krönender Abschluss, würde ich sagen. Ja, Freunde, das war eine neue Folge Wer will Beef. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Ich finde es auch sehr harmonisch hier mit der Crew. Und ja, lasst mal Kommentare da, sagt, wie es euch gefallen hat. Sehr, sehr wichtig für den Algorithmus. Immer schön Kommentare ballern. Ne? Lasst uns den Leuten zeigen, dass wir da sind und nicht mehr weggehen. Na? Ihr wisst Bescheid. Danke an Nidal, danke an Bilal, danke an, die heißt ja alle gleich. Danke an Schlovi und Blocki, wir heißen auch gleich. Deswegen, macht's gut, Kuss geht raus. Ja, Mann. Ey, Freunde, war die Folge nicht gerade zu Ende? Oh, shit. Sie hat uns gerade noch... Hallo, hallo. Sie wollte mein Instagram-Profil haben und hat mir dabei noch ein Tiramisu geschenkt. So auch. Ah, Blockier, ja, schon mal. Guck mal, sie hat das selbst gemacht. Ey, einer der besten. Guck mal, so eine To-Go-Tiramisu, die besser schmeckt als von Tischläden, die da haben. Ey.
Ihr seid der Knaller, Leute, wirklich. So. Ich arbeite übrigens auch bei dir hinter mit dir zusammen. Alles klar, dann jetzt ne? War's das wirklich, würde ich sagen. Macht euch noch einen schönen Tag. Kann man sich hier bewerben als Vorposter? Ich habe mich gerade beworben. Ich meine gerade, er ist ausgebildeter Tiramisu-Jäger. Und guck mal, sie verwöhnt uns heute. Jetzt noch mehr. Sie ist italienische Windbeule. Zuckerschock 1000. Vielen, vielen Dank. Vanille, Zitronencreme. Das war die beste Tiramisu unseres Lebens. Wirklich, sehr, sehr gut. Also wir haben schon gute italienische Restaurants gegessen. Hast du die selber gemacht? Ich habe nicht gemacht, ja. Du bist die Beste, du bist wirklich die Beste. Ja. Du bist die Beste. Wir werden hier niemals wegkommen. Guck mal, vielleicht werde ich hier auch noch mal was persönlich machen. Du hast den ganzen Windbeutel schon gegessen und keinen Kommentar abgegeben. Genau, jetzt weißt du warum. Aber im Ganzen einfach reinigen. Glaub mir. Nochmal. Jede Bäckerei im Kleinfach. Ja. Also jeder Besuch hierher, Leute. Jeder Besuch, ich bin wirklich jetzt komplett satt. Jeder Besuch hierher. Schaut euch bitte noch mal kurz mal den Laden an. Kommt mal her. Schaut euch mal einfach nur alleine schon diese schöne Vitrine. Schaut euch diese tollen Mitarbeiter an. Man sieht es nicht unter der Maske, aber die lächeln. Ja. Das merkst du sofort. Siehst du in den Augen, in den strahlenden Augen. Richtig, ja. Also kommt hierher, probiert's aus, Leute. Unglaublich gut, unglaublich gut. Oh, in die Futter, Leute. Komplett rein, nicht abbeißen, einmal. Ja, komplett, Digga, komm. Und das ist das Schöne, und dieser Brandteig, das ist wirklich ein Brandteig, der knuspert. Und dann hast du innen dieses zimtige, geile. Zitronige. Ja, wie ein Zitronen. Zitronenwindbeutel. Das war eine neue Folge, Wer will Beef. Wir sind raus. Tschüss. Cause I've been a douchebag before, baby girl, I don't wanna repeat. She just won't please me, she look in my eyes.